Als ich meine Frau das erste Mal sah, verliebte ich mich damals sofort in sie. Ich traf sie in der örtlichen Bibliothek und verwechselte sie mit einem Bibliothekar. Sie war sehr zurückhaltend und machte einen intelligenten Eindruck. Also nahm ich an, dass sie dort arbeitete und mir auf der Suche nach argumentativen Büchern über den Atheismus helfen würde. Atheismus, sagte sie mit einem leicht amüsierten, getönten Lächeln. Nun, ich kann dir leider nicht bei deiner Suche helfen, da ich hier nicht arbeite. Die einzige Hilfe, die ich dir geben kann, ist, dir zu sagen, dass es eine große Macht am Himmel gibt. Normalerweise wäre dies mein Stichwort gewesen, sie mit meiner Sichtweise des Rationalismus zu konfrontieren und sie darüber aufzuschlüsseln, aber ich war zu beschäftigt damit, ihre bernsteinfarbige Augen anzustarren. Sie waren unglaublich schön, dachte ich mir, während sie mir tief in meine Augen blickte. Es war eine unterhaltsame Situation, da ich ursprünglich auf der Suche nach Büchern war und letztendlich keine Bücher mit nach Hause nahm, sondern ihre Telefonnummer. Nach 5 Monaten und 50 Tagen hielt ich um ihre Hand mit der Frage, ob sie mich heiraten wollte. Wir waren in den letzten Jahren wirklich sehr glücklich verheiratet miteinander. Zumindest dachte ich, dass wir zusammen glücklich waren. Wir hatten uns gegenseitig nicht immer ausreden lassen und jeder von uns wollte seine eigene Sichtweise und Meinung in den Vordergrund drängen. Aber im Gesamten waren wir zufrieden und liebten uns gegenseitig vom ganzen Herzen. Ich dachte, dass sie genauso empfand, aber ich hatte mich getäuscht. So kann man sich gut meinen Schock vorstellen, als ich sie mit jemand anderem in unserem Bett erwischte. Ich denke, dass meine Geschichte verwirrend klingt, also werde ich etwas in der Zeit zurückspulen und mehr Details preisgeben. Ich arbeitete in der sogenannten O'Malley's Bar, eine Bar, die täglich von traurigen Seelen umgeben war, die sich als eine Gemeinschaft zusammenschlossen und sich als Gruppe unter dem Tisch soffen. Ich beklagte mich nicht, denn sie bezahlten ihre Rechnungen und ließen auch Trinkgeld da, sodass ich immer ein bisschen Taschengeld neben meiner Arbeit einsacken konnte. In einer Nacht gab es in der Bar eine Schlägerei zwischen 2 Alkoholisierten. Es waren 2 ganz normale und übliche Kerle, die sich gegenseitig hassten. Es war eine seltsame Beziehung. Man hätte schon fast sagen können, dass es eine Art Hassliebe war. Eine Mischung aus Hass und einer Form von Freundschaft. In bestimmten Nächten kochte die Freundschaft allerdings über und es gab heftige Auseinandersetzungen, die des Öfteren darin endeten, dass sie beide auf dem Rücksitz von einem Streifenwagen saßen und die Nacht im Polizeirevier verbrachten. In der Nacht wurde mein Chef von einem Polizisten zu sich gebeten, während alle anderen die Bar verließen. Ich sollte für den Abend ebenfalls Schluss machen, also schloss ich die Bar ab und ging nach Hause. Mein Chef würde die Bar nach dem Polizeibesuch für den nächsten Tag auf Vordermann bringen. Ich hatte keinen Grund zu diskutieren, da ich eigentlich froh darüber war, ein bisschen früher nach Hause zu gehen und etwas Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Es war 0.05 Uhr, als ich in unserer Einfahrt ankam. Die Lichter im Haus waren ausgeschaltet. Bis auf ein kleines, rotes Licht an unserem Schlafzimmerfenster, das noch eingeschaltet war. Meine Frau schlief des Öfteren mit einem Nachtlicht, da sie Angst vor der Dunkelheit hatte und sich so sicherer fühlte. Ich trat leise ins Haus und versuchte, so wenig Lärm wie möglich zu machen, um meine Frau nicht zu wecken, nur für den Fall, dass sie bereits schlief. Doch sie schlief nicht. Ich konnte von unserem Schlafzimmer aus ein mir vertrautes Stöhnen hören, das inzwischen zu einem regelmäßigen Klang in meinen Ohren geworden war. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. Ich ging davon aus, dass sie sich vergnügte und gerade im Einklang mit ihrem eigenen Körper war. So dachte ich mir nicht viel dabei und ging auf die Veranda im Vorgarten, um eine Zigarre zu rauchen, als ich auf einmal etwas anderes hörte. Es hörte sich an wie ein tibetischer Kehlkopfgesang. Es klang so, als würden Mönche zusammen in einem Chor singen, mit dem Unterschied, dass es nur eine Stimme war. Ich hörte so etwas wie ein Stöhnen, die typischen Töne wie »Oh«, »Ja« oder »Hm«.
Es hörte sich leicht gruselig an und es hätte mich an dieser Stelle beunruhigt, wenn ich nicht die Stimmen von meiner Frau und die Geräusche von dem Bett gehört hätte. »Was zur Hölle?« sagte ich zu mir selbst und ging auf den Zehenspitzen den Flur entlang, bis ich das Schlafzimmer erreichte. Die Tür war geschlossen, also musste ich den Griff mit langsamen Bewegungen drehen und die Tür öffnen. Während ich das tat, fing der Mann in meinem Bett an zu schreien. Ich zuckte zusammen, aber das Gekreische von meiner Frau hörte nicht auf. Unsere Raumaufteilung war seltsam, denn man konnte das Bett nicht sofort sehen, wenn man ins Zimmer kam. Mit einem kleinen Licht in der Nacht konnte man allerdings durch den Schatten an der Wand ein klares Bild von dem sehen, was im Bett vor sich ging. An dieser Stelle war es sicher seltsam, dass ich so ausführlich und detailliert die Situation beschrieb, obwohl meine Frau und der Fremde sich in unserem Schlafzimmer gerade vergnügten, während ich eigentlich auf der Arbeit war. Es war kein Traum. Meine Frau hatte mich wirklich betrogen. Ich war entsetzt und traurig zugleich. Aber nach wenigen Minuten flammte der Zorn in mir auf und ich war im Begriff, in das Zimmer zu stürmen und reinen Tisch zu machen. Auch wenn ich ein Barkeeper war und genug von Prügeleien und Auseinandersetzungen hatte, war der Zorn in mir so groß, dass ich nicht anders konnte, als in das Zimmer hineinzuplatzen und demjenigen eins überzuziehen. Doch bevor ich in das Zimmer reingehen konnte, sah ich etwas im Schatten, das mich zum Stehen brachte. Es war so ungewöhnlich und surreal, dass ich vor Abstoßung und Schrecken erstarrte. Während der Typ sich hin und her bewegte, sah ich, wie die Beine meiner Frau auf einer unmenschlichen Art und Weise um ihn gewickelt waren. Zumindest sah es so aus. Als sie ihre Beine nach unten nahm, erhob sich etwas Schlangenähnliches von seinem unteren Rücken, das einer riesigen Gabel ähnelte. Es war ein Schwanz, dachte ich. Das war ein gottverdammter Schwanz. Meine Augen, die zu Beginn mit voller Wut die Untreue meiner Frau sahen, verwandelten sich zu einem verängstigten Anblick. So sehr ich auch in das Zimmer stürmen und nachsehen wollte, was dieses Ding war und vor allem, was es mit meiner Frau machte, ich konnte es einfach nicht. Doch was mich am meisten erschreckte, war das unmenschliche Stöhnen von meiner Frau. Allerdings konnte ich es nicht richtig wahrnehmen, da es von dem gruseligen Gesang von diesem Ding verdrängt wurde. Beide plapperten Wörter auf Latein vor sich hin. Auch wenn ich Latein in der Schule hatte, konnte ich nicht verstehen, was meine Frau sagte. Immer wieder sagte sie es und ihre Stimme veränderte sich. Desto öfter meine Frau diese Wörter auf Latein sagte, desto vielstimmiger und intensiver wurde die Stimme von diesem Ding im Schlafzimmer. Nach wenigen Minuten griff sie nach dem Bettgestell und ein paar Sekunden später sah ich den Schatten eines Messers in ihrer klammernden Hand. Der lateinische Gesang verstärkte sich und das schwache Leuchten verwandelte sich zu einem hell flackernden Orangerot. Mit entsetzten Augen beobachtete ich, wie sie das Schattenmesser über ihre Schattenhände zog. Es hörte sich so an, als hätte sie ihren Höhepunkt erreicht, weil sie anfing zu schreien. Dann hob das Ding seinen Kopf und gab einen völlig unnatürlichen und finsteren Klang von sich. Zwei Hörner waren nun an seinem Kopf zu sehen. »Oh, Daddy«, sagte meine Frau in ekstatischer Freude. Ich flog hinaus in die schockierte und verängstigte Taubheit. Ich konnte es nicht ertragen, weiter zuzusehen. Ich hätte wahrscheinlich in mein Auto steigen, wegfahren, ein Schiff nehmen und weit weg von meinem Haus segeln sollen. Stattdessen saß ich draußen und zündete unschuldig meine Zigarre an. Ich kam 25 Minuten später herein. Sie war angezogen und allein in der Küche, sonst niemand. Wie erwartet sagte sie zu mir, »Du bist zu früh, Schatz.« Ihre Stimme wirkte emotionslos und kalt. »Willst du ein Sandwich?« fragte sie. Ich nickte benommen und sah zu, wie sie es für mich zubereitete. Ihre linke Hand war bandagiert. »Was ist passiert?« fragte ich mit leiser Stimme. »Oh, das! Ein kleiner Kochunfall. Alles gut.«
Sie legte mir mein Sandwich auf den Tisch und gab mir einen Kuss auf die Lippen, bevor wir gemeinsam ins Bett gingen. Seit dieser Nacht habe ich darüber nachgedacht, sie zu verlassen, aber um ehrlich zu sein, hatte ich Angst vor den möglichen Konsequenzen. Nun, ich liebte sie immer noch, allerdings auf eine andere Art und Weise. Ich konnte das, was passiert war, nicht einfach abschalten. Es ist inzwischen 2 Monate her, und dieses Ereignis verwandelte sich von einer Erinnerung zu einem Traum, der immer wiederkehrt und mir den Schlaf raubt. Ich dachte, dass es nicht mehr schlimmer werden konnte, doch ich irrte mich gewaltig. Als ich heute nach Hause kam und mich in die Küche saß, sah ich einen Schwangerschaftstest, der 2 durchgezogene Striche zeigte. Daneben lag eine handschriftliche Notiz. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Kind, Daddy.